vorgestellt. Between the Stars. Ja, ein Spiel, was mir zur Verfügung gestellt worden ist von den Entwicklern und Isolate Games heißt das. Und das ist ein Weltraumspiel, ein ARPG, Action Role-Playing Game. Und ja, wir spielen jetzt hier den Prolog und ich will es euch zeigen. Es funktioniert zurzeit nur über Steam Play für mich, weil ich ja eine Linux-Version habe, die aber auch kommen soll. Mac ist vorgesehen und Windows ist halt, was momentan die Demo ist. Ich schau mal, dass ich das so weit hinkriege, dass ich es euch zeigen kann. Ich find's ziemlich cool, sieht richtig schön aus. Mal schauen, was es hergibt. Ja. Kickstarter ist das Spiel übrigens auch drauf. Da möchtet ihr vielleicht mal vorbeischauen und gucken, was da machbar ist. Unterstützung ist bestimmt sehr interessant. Momentan. Es ist halt in Entwicklung, wird im ersten Quartal 2019 wahrscheinlich erscheinen. Und zurzeit, ja, habe ich hier eine Demo, die jetzt läuft. So, da haben wir einen Sprung. Dann sind wir abgehauen. Keine Ahnung von wo zu wo. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ja. So, jetzt müssen wir erstmal die Klamotten hier durchtesten. Das ist sozusagen das Tutorial. Wir können jetzt hier das Mausrad nach vorne machen, dann fährt unser Schiff vorwärts. Sehr interessante Machbarkeit hier. So, das hat geklappt. Rückwärts ist die nächste Frage, also Mausrad zurückdrehen in 4 Stufen, wie man unten rechts sieht an dem Display. Das Display kann man in der Einstellung größer, kleiner machen. Okay. So, Navigation geht über die WASD-Tasten und kann man auch ein bisschen umstellen in der Dingens. Also wir streifen nach rechts mit der E-Taste, nach links wiederum auch mit der E-Taste, dann mit der W-Taste kann man hoch bzw. runter navigieren und dann ist noch A und D halt das ganze Drehen. Links und rechts ist ein bisschen umgekehrt, wie bei anderen Spielen. So, jetzt können wir den Schub noch verteilen, beziehungsweise die Energie auf Schubschilder und Waffen machen. Das ist gefragt. Unten rechts seht ihr das. Kann man auch in mehreren Stufen machen. Gut, jetzt. So, jetzt kommt ein Angriff, jetzt müssen wir kämpfen. Zerstöre die feindlichen Schiffe. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die Steuerung beherzigen und dass das funktioniert. Da oben ist auch einer. Ja, unsere Dingens ist nicht, unsere Waffen sind nicht, also sind mit der Maus zu steuern. Und irgendwie kriege ich gerade ein paar ab. Die Steuerung ist nicht so einfach, aber man muss sich halt an alles gewöhnen, ne? So, da kommen wir jetzt näher. Den ersten haben wir erwischt. Vielleicht gehen wir mal mit der Geschwindigkeit runter, dann können wir vielleicht auch besser steuern. Okay, ich habe da unten ist ein Schiff, aber wir müssen warte mal gucken, dass wir das da einfangen. Also wir brauchen es ja nicht, ne? Wir können ja so feuern. Also es ist leicht gehalten. Es gab ja auch die harte Version. Ich habe jetzt fürs Let's Play natürlich die weiche, voll cool, ne? Die easy going genommen. Und da kommen wir natürlich auch schneller ans Ziel. Oh, da gibt es auch einen Cooldown. Okay, es gibt mehrere Schiffe, die da jetzt noch kommen.
da kommen sie schon. Aber die werden für uns auch nicht das Problem sein. Wo sind die anderen? Da unten. Dann müssen wir da mal gucken, dass wir die ins Visier nehmen. Ja, ist ziemlich leicht gehalten, ne? Bisschen Steuerung beherzigen, dann geht das schon. Und wo ist der andere? Sehe ich jetzt nicht mehr. Irgendwo unten muss ich auch runter dann, ne? Die feuern gerade auf mich. Okay, ein bisschen drehen vielleicht, aber das ist ja gewöhnungsbedürftig ist die Optik, ne? Das muss man einfach sagen, ne? So, das haben wir. Jetzt kriegen wir nur eins hier. Okay, cool down. Schauen wir mal, dass wir das auch mal ins Visier kriegen. Und das war's. Okay, den Text habe ich jetzt nicht gelesen, ein bisschen zugehört, aber jetzt müssen wir die ganzen Klamotten einsammeln, das ist unsere nächste Aufgabe. Müssen wir mal gucken, dass wir an die Schiffe rankommen, wo die sind. Da rechts sind sie. Voraus ist erstmal so ein schicker Asteroide. Also, wenn ein Punkt ausgewählt ist für den Vortrieb, dann ist der sehr, sehr langsam. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir das mit der Steuerung noch ein bisschen ins. Ja, ein bisschen in die Übung kriegen, ne? So, schneller. Langsamer. So, jetzt können wir dann hier. Und da kommt die Hand, dann einmal die Maustaste drücken und dann sammelt man ein Bergungsgut erhalten, welches gewöhnlich ist. Damit haben wir dieses schon erwischt. Mal gucken, dass wir da rüberziehen. Zum nächsten Schiff kommen. Und die roten Stellen, da kommt dann die Hand, dann Mausklicken und dann sammelt man die nächste Kiste ein, die hier ungewöhnlich ist. Und da oben, ja, wir fliegen jetzt gerade runter, das ist schlecht. Da ist das nächste Schiff. Ja, man orientiert sich immer an den Cursor, der aber gar nicht richtig ist, sondern wir müssen das Schiff steuern, ne? So. Und da haben wir noch eine gewöhnliche Kiste mehr. Da ist das nächste. Und dran. Also die Musik ist ganz cool. Ich habe sie ziemlich leise gestellt. Ich weiß nicht, ob ihr die mitbekommt, aber eigentlich ganz nett. Vortrieb, vorwärts fliegen. Wie schnell bremsen die Kiste? Okay, geht wohl. Und wieder eine ungewöhnliche. Da rechts ist noch ein Schiff. Da fliegen wir da erstmal hier an diesem vorbei.
So, dann drehen wir dahin. Und wieder vor. Ja, die Steuerung muss man definitiv irgendwie mal intuitiv üben, damit man damit klarkommt, ne? Kann man da so sagen, intuitiv. So. Haben wir alles, oder? Ne, kann nicht sein. Da unten muss noch irgendwo was sein. Da ist auch noch was. Okay. Es gibt keinen Crash, aber wir können dagegen fliegen, gegen das kaputte Schiff. Auch sehr interessant. Okay. Physik, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht so wirklich was zu sagen gerade. Wo ist das Schiff? Da ist es. So. Ja, das Schiff ist halt defekt, deswegen hast du hier so überall diese. Sag schon, Blitze auf den Anzeigen. So, das war jetzt noch einer. Jetzt gucken wir ins Inventar rein. Das ist die nächste Aufgabe. Und wie ihr sehen, haben wir jetzt hier die Klamotten eingesammelt. Beute gewöhnlich, ungewöhnlich, ungewöhnlich, ungewöhnlich und nochmal ungewöhnlich. Hier haben wir leider zwei, ja, wahrscheinlich Crewmitglieder verstorben. Das ist nicht gut, aber ich glaube, es ist nicht passiert jetzt, sondern das war vorher passiert. Öffne, da steht der öffne geblendeten Kisten. Okay, dann machen wir das mal. Ja, Credits gibt's und irgendwelche Rohstoffe hier. Protonite gab's da. Das war wohl die erste Aufgabe. Ja, können wir alle öffnen. Mal gucken, was drin ist. Credits, Protonite. Und das zweite sind Synthetik Mindsight oder so ähnlich. Okay. Dann haben wir hier wieder eine gewöhnliche Kiste. Wahrscheinlich nur Credits und Protonite. So sieht's aus. In der nächsten Kiste. Credits. Oh, da ist noch mehr drin. Da ist auch noch was von diesem Zeug drin. Und das ist Hardened Orite. Keine Ahnung, was es ist. Nächste Kiste. Credits. Und da war noch was anderes drin. Agonic Crystal. Nächste. Credits. Ja. Sonst haben wir nichts gelootet. Hier sieht man auf dem Schiff, dass hier noch vier Plätze frei sind. Waffen drauf. Ja, das kann man wahrscheinlich dann alles umbauen. Was ist das hier unten? Burst. Okay. Nuklearrakete. SMC Intergalactic Corporation. Okay, das ist unsere Beziehung zu denen, würde ich jetzt mal sagen. Oder wie sieht man das? Piraten und Schmuggler. Okay, alles klar. Ja, das ist jetzt leider hier so. Ja, schönes Bildchen. Wir gehen dann mal, können wir Abteilungen sehen. Okay, das sind Blaupausen. Okay. Reichweite, da kann man wohl noch was bauen dann. Oder diese hat man schon und kann die dann irgendwie, ja, herstellen. Verschrottungswerkstatt, da kannst du deine Klamotten dann wahrscheinlich alle kaputt machen. Was haben wir noch? Ein Lazarett. Okay, wenn wir verletzt haben, müssen wir uns um unsere Crew kümmern. Haben aber wohl keine. Und dann gibt es hier noch ein Forschungslabor, welches aber leer ist. Okay, keine Forschung verfügbar dann. Ja, sonst ist hier auf dem Bildschirm nichts zu sehen. Okay. Okay, Warp Drive wird
arbeitet. Wir sind hier auf einer sehr schicken Karte, wie man sieht. Finde ich, sieht so richtig cool aus. Und wir müssen jetzt auf den Tacit-Stellar-Sektor drücken, der hier ist. Und dann würden wir eigentlich dahin springen, aber geht nicht. Okay, wir haben wohl noch einen anderen Antrieb, der sich Quantenantrieb nennt. Und die Station, wo wir hin müssen, ist da unten irgendwo. Dann werden wir die mal erstmal ins Visier nehmen. Aha, da geht's lang. Und fliegen mal gerade ein Stück von unserem Schiff hier weg. Und dann können wir mit der Leertaste diesen Antrieb anschmeißen. Oh, ich glaube, wir haben gerade geschafft, vor einem Asteroiden zu fliegen. Also die Steuerung ist echt der Hammer. Okay. Gut, dann schauen wir mal, dass wir da hinkommen. Nee, das war jetzt falsch rum. Und da ist die Station. Dann nehmen wir mal den Speed wieder runter, weil ich glaube, sonst knall ich da gleich rein. Es ist mit dem Fadenkreuz doch sehr schwer zu steuern. So, jetzt mal Vollgas dahin. Okay, ich glaube, wir können noch mal einmal den Antrieb starten und wieder beenden. Dann sind wir nahe, näher dran. Auch der geht auch sehr schön kurz an- und auszumachen. Gut, da sind wir schon in der Nähe. Das ist schon mal gut. Oh, der geht gerade wieder an. Das will ich nicht. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich da oben müssen wir also hin. Dann fliegen wir da mal hin, ne? Bisschen tiefer das Ganze. Fliege langsam in das markierte Gebiet. Wo ist das markierte Gebiet? Nur diese Dock steht da, oder? Ah, da unten ist das markierte Gebiet wahrscheinlich, oder? Okay. Ach, das ist hier dieser Schein, der da links ist. Okay. Dann brauchen wir jetzt nur ein bisschen vorwärts, dann müsste es schon sein, oder? Genau. Stoppen wir das Schiff. Passt, ist grün. Und jetzt werden wir automatisch gedockt, alles klar. Ja, recht cool gehalten das Ding, oder? Bis jetzt. Okay, man hört überall Krach von irgendwelchen Händlern, die Gebete machen. Super, ne? Die Gebote machen. Okay, wir gehen raus. Und dann suchen wir irgendwie einen Reparaturworkshop. Und wir suchen uns, wir schauen uns irgendwelche Leuchtreklamen an. Und dann klopft uns einer auf die Schulter. Oder nee, klopft nicht, sondern rennt uns in die Schulter. Eine junge Frau ist es. Ja, okay, da tun wir uns jetzt mal gerade entschuldigen, dass wir sie angerufen haben, obwohl sie es war, aber das ist halt so. Ah, sie gibt das auch zu, dass sie sich da aus Versehen uns genähert hat. Oh, sie entschuldigt sich. Das ist Susan. Und wir sind genau bei der Dame, die wir brauchen, weil die repariert unser Schiff wahrscheinlich. Ja, sie fragt, ob sie was für uns tun kann. Ja, das ist klar, das machen wir.
Okay, sie gehen jetzt in den Hangar. Und sie kann ihren Augen kaum trauen. Die kann man wohl nicht reparieren, dieses Schiff. Sie fragt sich, wie wir hierher gekommen sind. Also, sie sagt, wir können es doch reparieren, das wird aber nicht billig werden und auch nicht leicht. Und wir haben gar nicht so viel Geld, dass wir das bezahlen können. Okay, wir werden aber irgendwelche Aufträge für sie erledigen, oder wie ich das, ne, auf Task oder ja, um das wieder rauszukriegen. Okay. Und dann brauchen wir eine Übertragungsstation-Raum. Und dann sagt sie uns, wo das ist. Und dann wollen wir uns wohl mit unserem Oberkommando wahrscheinlich unterhalten. Ja, wir sind auf jeden Fall da jetzt rein, dann dürfen da auch rein, können uns ausweisen. Und dann werden wir mal gucken. Okay, der Admiral Xiao ist nicht so erfreut. Die haben uns schon vor 2 Tagen erwartet. Ja, wir sind in Probleme gewesen. Und da haben wir irgendwie ein Syndikat und dann, sag schon, ein Slaver Network in the Litigating Sektor da. Also in einem Sektor haben wir irgendein Netzwerk zerschlagen wollen. Und das ist dann wohl negativ gelaufen bei uns. Angegriffen worden. To finish off the enemy ships, but, naja, okay. Lesen könnt ihr es im Endeffekt jetzt selber. Und ja, das ist dann, der Admiral meldet sich dann wieder und ist dann, ja, ihm klar, dass wir länger gebraucht haben. Und dann fragt er natürlich nach dem Status unseres Schiffs. Unser Schiff ist halt beschädigt. Wir können nicht momentan irgendetwas machen, bis es repariert ist. Und weiter geht's. Und der, ach so, hier geht's noch darum, dass die wohl irgendwelche Besucher erwarten und wir sind ein erfahrener Kapitän, der da nicht fehlen darf. Und naja, dann müssen wir gucken, dass wir da hinkommen. Jo, und jetzt ist das hier wahrscheinlich der Bildschirm. Ah, da kommt eine Meldung. Ah, das Raumstation-Panel, das ist die Raumstation und. Okay, hier kann man Leute einstellen. Wir müssen noch unsere Bestattungszeremonien machen. Und dann einen Vertrag annehmen. Und das sind die 2 Aufgaben, die wir haben. Geht dann wahrscheinlich hier unten mit Laden weiter. Genauso ist es. Neues Panel. Ja, dann klicken wir da mal drauf und beerdigen die Herrschaften. Naja, leider müssen wir das tun. So, und dann müssen wir den Auftrag akzeptieren, der hier dann ist. Also hier ist der Laden. Laden hört sich gut an, ne? Da wird nichts hochgeladen, sondern hier kauft man. Das ist ein Geschäft. Der Handelsplatz sozusagen, Aufträge. Und hier unten kann man dann reparieren. Wir sind aber wohl schon fertig. Und Bergungstruhenlager. Ach so, wir können ja auch Truhen lagern der verschiedenen Qualitäten. Okay, vielleicht kann man die dann kombinieren oder sowas. Und da eine bessere Beute rauszukriegen. Das könnte natürlich sein, wenn man die hier einlagert, weiß ich nicht. Machen wir das erstmal, dass wir das annehmen. Das ist ein Frachter. Ja. Und das ist dann ein Auftrag, den man erfüllen muss. Also wir müssen wohl am Ende müssen wir im Endeffekt diesen Frachter, die Stelle, wo der ist, besuchen und Ware aufnehmen. Ja, und es bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als das anzunehmen. So, das ist das. Hier oben war unsere Ressourcen, das haben wir schon gesehen. Obwohl, das sah doch vorhin anders aus, oder?
Haben wir noch Schiff gekriegt. So sieht's aus. Okay, Blaupausen sind immer noch, glaube ich, die gleichen. Lazarett ist leer. Kann man jetzt forschen? Nein, kann man nicht. Informationen. Ah, das sind unsere Leute. Ein Spezialist. So, die kann man wahrscheinlich anklicken. Dann sieht man hier deren Status. Level 11 Spezialist. Und was die alle kann, Projektile. Ach so, das ist jetzt ein Waffenoffizier oder sowas. Energiewaffen, ja. Ah, wahrscheinlich ist die Farbgebung dann... Ja, die Farbgebung ist gleichzeitig auch die Zuordnung. Das ist unser Kapitän. Hier sind Ingenieure. Dann haben wir hier noch Leerstand. Die Irena ist aber jetzt hier diese, ne? Da oben blieb das stehen. Okay. Ja, da müssen wir dann gucken, dass wir hier irgendwo an der Station noch Leute anheuern können. Okay, das geht aber nur auf diesem Bildschirm. Das ist unsere Aufgabe. Und hier... Ach so, Attribute. Leichte Waffen. Aber hier kann man nichts. Also wir können wohl niemanden... hier bekommen. Kann man draufklicken, aber es gibt niemanden, den man anheuern kann. Gut, oder? Keine Ahnung, wofür das hier gut ist. Ach so, das sind unsere Schilde oder sowas. Den Bildschirm kann man wohl während des Spiels dann auch aufrufen. Nicht nur an der Station. Gut, okay. Ja, dann würde ich sagen, ist das wohl hier erstmal alles gewesen. Ich würde jetzt aber auch sagen, dass wir hier erst eine Pause machen. Vielleicht schauen wir mal beim nächsten Mal rein, wie wir diese Mission machen. Und für diese Folge soll es erstmal reichen. Ja, vielleicht gibt es dann die Vorschau 2. Ich bedanke mich recht herzlich. Guckt auf Kickstarter vorbei, da gibt's das Spiel. Nochmal recht herzlichen Dank an die Entwickler für das zur Verfügung stellen des Spiels. Und ja, dann würde ich sagen, bis zu den anderen Projekten. Ciao.